Frankreich im Moment. Fliegen jetzt gleich aber hier auch über Spanien dann weiter. Und wir gucken mal kurz weiter raus. Ja, ihr seht, da vorne geht es nochmal eine scharfe Linkskurve und dann ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ob es dann erstmal kurvig weitergeht oder eher geradeaus. Schauen wir dann mal. Ja, aber das Kerosin sollte eigentlich ausreichen. Genau, soweit dazu haben wir hier nämlich noch diese schöne Ansicht da. Was wir dann noch haben, ist bei Init Reference, genau, haben wir jetzt auch hier schon die Approach Reference. Da berechnet der uns dann die Geschwindigkeit bei der jeweiligen Flaps-Einstellung, bei der jeweiligen Klappeneinstellung dann für die Landung. Aber das brauchen wir jetzt uns noch nicht anzugucken, sondern erst dann, weil wenn wir jetzt mit dem aktuellen Gewicht, unser aktuelle Gross Weight ist im Moment 343,7 und ihr seht, es nimmt langsam ab, einfach aus dem Grund, weil ja bei Gross Weight auch das Kerosin mit einberechnet ist. Also Gross Weight besteht ja aus Zero Fuel Weight und Fuel. Also Zero Fuel Weight ist ja Cargo, Passagiere an Bord und so weiter und so fort. Und das Gewicht ändert sich ja nicht. Das bleibt ja beim gesamten Flug gleich. Es wird ja nicht auf einmal weniger Cargo oder fällt ja nicht auf einmal irgendwie die ganzen Koffer raus. Also die Zero Fuel Weight ändert sich ja nicht. Das ist ja das Gewicht ohne Fuel, also einfach nur Cargo, Passagiere und so weiter. Also Personen an Bord und so. Und Gross Weight, da gehört ja noch Fuel dazu. Und das Fuel, das ändert sich ja, weil wir es ja verbrauchen, genau. Und deswegen wird die Gross Weight geringer und damit verändert sich dann hier auch VREF, was die Landegeschwindigkeit ist. VREF steht für die Landegeschwindigkeit. Und da haben wir bei Flaps 25, wenn wir jetzt landen würden, eine VREF Landeanflugsgeschwindigkeit von 177 Knoten. Und bei Flaps 30, also Flaps Full, 30 Grad ist maximal, was geht, haben wir 169 Knoten Endanflugsgeschwindigkeit. Und das müssen wir einfach dann nochmal hier eintragen. Und hier sehen wir auch, wir landen ja oft in Washington DC, nicht Washington, also Washington Dulles International, auf der 19 Center. Da sehen wir hier nochmal in Fuß und in Meter die Landebahnlänge. Und zwar haben wir in Metern 3,5 Kilometer Länge. Also 3,5 Kilometer Landebahnlänge, 3505 Meter. Reicht ja auf jeden Fall aus, genau, und ihr seht, jetzt hat es auch gerade abgenommen, VREF, also die Gross Weight nimmt ja auch die ganze Zeit ab, weil wir immer weniger Kerosin an Bord haben und genau, und der berechnet halt uns immer jetzt automatisch je nach Klappen und bei wie viel Klappen und bei wie viel Grad wir hier welche VREF haben, das müssen wir halt dann vor der Landung uns nochmal angucken. So, hier steht es auch nochmal da unten, iFly 747-400 Version 2. Genau, dann nochmal zeigt, seht, was ich, welches Addon ich habe. Nochmal kurz die Bezeichnung. Ja, und was ich hier ganz schön im Menü entdeckt habe, wir haben ja hier unter Simu geschaut. Da hatten wir hier Pushback und Ground Support. Was haben wir hier eigentlich noch an Ground Support? Hier zum Beispiel APU Fire Extinguisher, also zum Löschen, Right Extinguisher. Also hier für A, B, wahrscheinlich Triebwerk links A, rechts B und so weiter. Dann können wir hier, genau, hier können wir die Türen öffnen, wollen wir jetzt aber in der Luft natürlich nicht. Refuel, könnte man hier, achso, könnte man nochmal das Kerosin alles einstellen. Ja, was ich aber hier noch zeigen wollte, ist der erste Punkt, und zwar steht hier Failure, und also Fehler, ja, Problem halt sozusagen, wenn irgendwas mal ausfällt oder so. Und das hatten sich ja auch immer einige von euch gewünscht, dass ich ja mal wieder irgendwie einen Fehler hier, während Flugs, dass irgendwie ein Fehler hier mal auftritt, also genau, ein Fehler, ein Ausfall mal wieder hier, dass ich mal einen Ausfall wieder in den Flug einprogrammiere, wie ein Triebwerksbrand, ein Triebwerksausfall oder ja, irgendwas halt, aber außer, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht eher sowas wie Ausfall vom PFD oder sowas, sondern schon eher sowas wie, sag ich mal, wenn die Hardware ausfällt, sag ich mal, also wenn irgendwie ein Triebwerksbrand oder ein Fahrwerk nicht ausfällt oder sowas. Und da gibt es hier unter Failure, kann man hier Add Clear, Random Failure, Clear All Failure, da kann man hier, gehen wir mal kurz drauf, könnte man hier zu den verschiedenen Bereichen Failures einstellen, wie Fire Protection, was nicht geht, hier genau, Engine und APU, genau, kann man hier Engine 1 Failure, da kann man sagen, dass jetzt hier Engine 1 dann Fehler auftritt, dass sich wahrscheinlich ausfällt und so weiter, und kann man hier verschiedenste Sachen einstellen, dass Reverse nicht geht, halt verschiedene Fehler, die eintreten können hier simuliert werden, genau, wir stellen dabei jetzt keinen Fehler ein, wir wollen ja auf dem heutigen Flug erstmal keinen Fehler haben. Ja genau, kann man hier halt für die verschiedensten Bereiche halt Fehler hier machen, alles mögliche, Communication, ILS, Fuel, Hydraulics, Gear, Warning und so weiter, also ihr seht, hier kann man viele verschiedene Fehler da
einstellen. Das ist sehr cool, dass es das hier gibt, weil ich weiß gar nicht, weil nicht so vielen Addons, die ich jetzt habe. Ich weiß nicht, es gab glaube ich noch ein Flugzeug-Addon, wo auch noch irgendwas so mit Fehlersimulation noch irgendwie war, wo das auch mit Triebwerksbrandkurs umgesetzt wurde. War das nur bei Twin Otter? Das weiß ich auf jeden Fall, dass da was war. Dass sogar da anfangen kann zu brennen, wenn man da irgendwas falsch macht. Wir machen jetzt mal 16-faches Simulationsrad, weil wir so viel Strecke noch vor uns haben. Können wir eigentlich ruhig mal ganz rauszoomen. Genau, aber ich weiß nicht, irgendein Addon, aber mir fällt es einfach nicht ein, welches es ist. Aber hier ist es auf jeden Fall auch sehr cool, dass hier diese Fehler, dass man hier sogar während des Fluges oder hier im CDU das einprogrammieren kann. Und es wurde sich ja, beziehungsweise es haben sich ja viele von euch, auch in letzter Zeit immer wieder, oder öfters lese ich es mal in den Kommentaren, dass ich immer bitte wieder so einen Fehler oder sowas einprogrammieren soll, wie ein Engine Fire oder sowas. Also so Hardware-Fehler, wie sie eben gesagt hat, also so Engine Fire oder sowas. Ja, dann habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt, ich kann es euch jetzt nicht versprechen, dass ich es irgendwann mal machen werde nochmal, aber ich guck mal, dass ich das vielleicht mal irgendwann mal wieder einprogrammiere. Ich muss mal noch überlegen, ob ich das dann mache, dass ich es euch erzähle, dass es vorkommt, oder ob es dann überraschend ist, das weiß ich halt auch noch nicht, ob ich halt, ja, im Voraus schon sage, ja Leute, beim heutigen Flug wird ein Fehler auftreten, oder ob ich es euch nicht sage. Und dann plötzlich so, ein Fehler, oh mein Gott, als ob ich nicht wüsste, na gut, ich weiß es ja dann eigentlich, aber, ja, oder auch für euch dann überraschend, dass halt ein Fehler kommt. Das Einzige, was ich halt dann noch machen müsste, ich würde es eigentlich dann vielleicht sogar hier bei der 747 machen, weil das hier halt ziemlich cool auch mit dem im CDU so zu programmieren ist und so. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann müsste ich halt gucken, ob ich irgendwo die, ich weiß nicht, ob vielleicht im Tutorial hier sogar was drin ist, unter, ich glaube, es ist in echt unter Abnormal irgendwas, Abnormal Procedures, das ist glaube ich, also abnormale Procedures, die halt einfach nicht so oft verwendet werden. Aber was wir hier auch noch machen können, ist hier MTRS, können wir auch in Metern hier anzeigen übrigens, wie beim Airbus A318 und A319 Addon, wo das ja hier auch geht. So, sehen wir genau, wir sind 10.050 Fuß über Boden, beziehungsweise 10.070 Fuß aktuell. So, jetzt haben wir Fuel Low in Center, Right and Left. Können uns also einmal hier ausschalten. Beinahe ist es low. Lass uns nochmal kurz anlassen und dann, wenn es. Das wird ja dann ausgehen. Ja, warte mal, lass uns noch kurz an, genau, weil es noch nicht ganz leer ist. Könnt vielleicht auch hier mal gucken. Fuel. Genau, Center, seht ihr, ist gleich leer. Seht ihr die verschiedenen Bereiche, wo wir was haben. Stabilizer ist auch leer, haben wir ja schon ausgeschaltet hier. Stabilizer left, right ist aus. Das wäre das hier hinten gewesen. Reserves. Ah, das sind die Reserves. Dann habe ich doch nicht so viel Reserve. Naja, auf jeden Fall. Passt es noch da, Total Fuel. Ja, wenn das hier leer ist, wir nutzen es jetzt schon komplett aus, dass der Center Tank leer ist. So, dann können wir das ausschalten erst, weil sonst haben wir da ein bisschen Kerosin auch über. So, und jetzt sind wir schon über Meer, über dem Atlantik. Geht jetzt einmal hier rum nach in die USA, nach Amerika. Fliegen wir jetzt unsere Fluggäste, genau. Ja, und das mit den Failern, Failures, mit, also das könnte ich vielleicht mal irgendwann wieder machen, weil es ist auch oft von euch gewünscht. Und das Einzige, was ich halt nochmal, also ich habe jetzt eigentlich an hier, ja, jetzt ist Fuel Press in Center, Right, Left, also mal hier die Caution, Warnungmeldung, ist jetzt hier auch, war es das jetzt auch, die sind jetzt leer, kommt auch hier, steht jetzt hier Pressure, da ist nichts mehr drin, die ist jetzt leer, die können off. Gucken, wo er sich jetzt bedient, ja, jetzt bedienen sich hier in den Main Tanks, Main 2 and 3 oder generell in allen Main Tanks. Gut, guck mal hier. Aber wir können es auch ausmachen, müssen einfach nochmal auf Statistik, ne, ist es aus, brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Aber wir könnten natürlich auch eins anlassen. Gear, gut, da ist nichts interessant, steht nur Close, hier Tire Pressure, Brake Temperature würde hier drin stehen in den Rädern, aber die ist ja null. Jetzt haben wir hier Hydraulics, Fuel, Doors, ECAS, Electric, was haben wir hier unter Electric? Das sind die Bus Ties, External Power, ist ja im Moment nichts angeschlossen darüber. Und hier haben wir die Engines. And 2 and 3, Oil und so weiter. Ja, genau, also das mit den Fehlern, es wurde ja oft, oh guck mal hier, kann ich euch gleich nochmal was zeigen und zwar, wobei ich wollte erst mit den Fehlern, aber wobei das passt eigentlich gleich, ne, mal noch kurz. Genau, also mit den Fehlern muss ich mal gucken, dass wir vielleicht jetzt auch mal bald wieder so einen Fehler machen. Ich gucke mich da mal so ein bisschen um, dass ich ja vielleicht mal irgendwo so eine Checkliste oder so finde, passend hier für die 747-400 oder für die 747 halt, wie man da vorgeht bei einem Triebwerksbrand oder so. Und dann muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert, dass man einen Ausweichflughafen dann anfliegt oder sowas. Den Flugplan also kurzfristig sozusagen ändert und dann einen Ausweichflughafen, einen anderen Flughafen anfliegt. Und dann werden wir das dann wahrscheinlich auch mal
Also ich kann es euch noch nicht garantieren, aber ich guck mal, dass wir da aber bald wieder sowas machen, wie so einen Fehler halt hier programmieren. Genau, dass wir halt mal hier wieder so einen Ausfall irgendwie haben werden. Genau, gucke ich mal, als ja auch oft von euch gewünscht wurde. Da werden wir das vielleicht mal irgendwann wieder machen. Nur Fehler will ich halt einfach auch nur sehr, sehr selten hier im Let's Play machen, weil es einfach in echt wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass mal so ein Fehler hier auftritt. Aber trotzdem können wir das doch eigentlich mal gerne machen, wenn es auch so oft von euch gewünscht, dass ich mal einen Fehler auftreten lasse. Gucke ich einfach mal, dass ich da, wie gesagt, das passende alles dazu finde, was ich dafür brauche. Und dann können wir das auch mal machen und wahrscheinlich hier mit der 747, weil es hier so schön zu programmieren ist. So, wir können mal jetzt kurz davon ausgehen, zum Beispiel der ATC würde uns jetzt sagen, würde uns jetzt direkt clearen zum Wegpunkt Golf Delta Victor, also ein Direct to sagen. Da müssen wir einfach dazu hier auf Lags gehen, sagen wir mal, er hätte es jetzt gemacht, hier direkt zum Golf Delta Victor. Dann wählen wir den aus und hier zu dem nächsten Wegpunkt, der jetzt hier immer so in lila markiert ist, klicken wir da einmal links daneben. Sieht dann hier die Route, die wir dann alternativ dann fliegen würden, ist dann angezeigt und drücken auf Execute und fliegen dann die Route jetzt direkt zum Wegpunkt Golf Delta Victor. Genau. Und so sieht es einfach aus. Wenn zum Beispiel der ATC dann einem sagt, noch einen freigibt bis schon zu dem Wegpunkt, kann man die anderen überspringen, fliegt ein bisschen kürzer, spart vielleicht sogar ein bisschen Fuel, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Stimmt, wo uns gerade einfällt, können wir uns eigentlich schon zum übernächsten Wegpunkt vielleicht mal, das können wir vielleicht sogar ein bisschen Fuel sparen. Und zwar nach Lima, India, Mike, Alpha, Lima ist, das können wir, sehen wir eigentlich auch hier, den da. Gucken wir mal, wie viel wir da jetzt, nehmen wir mal den. Machen den da rein, sparen ein bisschen an Strecke, fliegen jetzt also 600 Meilen, nautische Meilen jetzt erstmal nur geradeaus. So, und davon Festland. Festland, oh! Wir überfliegen Festland, ah, hier. Wir fliegen jetzt also gar nicht direkt nach Spanien hier so, sondern wir fliegen erstmal hier so in Richtung Süden und dann hier rüber. Genau, das geht auch jetzt über La Palma und sowas, ist es doch, ne? Ah, genau, wisst ihr noch, als wir irgendwann mit der 747 hier runter irgendwo geflogen sind? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo hier unten, da in der Nähe auch von St. Martin und so. Da sind wir auch mit nach dem IFA-Flugplan geflogen. Da sind wir auch erst hier richtig Richtung Süden geflogen, bis irgendwann hier. Und dann sind wir voll nach rechts abgetreten, dann hier weiter übers Meer. Da fliegt man irgendwie gar nicht so direkt. Also die, anscheinend fliegen die Flugzeuge nach Washington so gar nicht so. Beziehungsweise in dem Flugplan, den ich jetzt halt aus dem Internet habe, von Route Finder, fliegt man hier so. Und dann hier wahrscheinlich so rüber. Genauso wie es auch da ist. So war es nämlich auch damals, als wir. Genau, schon mal hier runter, schon mal ab und zu mal hierher geflogen sind, zum Beispiel da auch schon mit einer 747 hin, irgendwie da in die Inseln da in der Karibik oder so. Da war das nämlich auch so, dass wir erst hier so runter geflogen sind und dann rechts weiter.